Hallo zusammen. Guten Morgen. Oder fast schon Mahlzeit. Wir sind heute in U-Boot, machen den kleinen Ausflug. Haben uns jetzt ein bisschen verfahren. Hat ein bisschen gedauert, bis wir das Ganze gefunden haben. Wie gesagt, an sich ist es fast direkt in U-Boot, aber war jetzt doch ein bisschen schwierig. Wir haben vor, heute zu den Penistanan-Reisfeldern hochzulaufen. Da gibt es zwar auch eine Straße hoch, aber wir haben gelesen, hier gibt es eine etwas ältere Treppe. Da stehen wir jetzt auch. Und wenn man die hochläuft, da sind früher eben ganzen Künstler und sonstiges, Althippies, Junghippies und so weiter hochgelaufen, als es noch keine Straße gab. Das werden wir uns jetzt eben mal anschauen. Und oben kommt man dann bei Reisfeldern raus, wo man dementsprechend auch ein paar Warungs findet, wo man schön gemütlich in Reisfeldatmosphäre Mittag essen kann. Wir haben jetzt eben unten an der Straße, zeige ich euch auch, unten an der Straße direkt mal unseren Roller abgestellt und werden jetzt dann einfach mal ein bisschen hochlaufen ins Grüne. Da oben gibt es auch Wanderwege, so wie wir gelesen haben. Das Ganze schauen wir uns jetzt einfach mal an. Kommt einfach mit.
Hi. Hallo. Da sind wir wieder. Bisschen geschafft, wie ihr seht. Wir waren jetzt eben ein bisschen spazieren. Oben im Penistanan. Wie gesagt, von U-Boot, von der Hauptstraße, wirklich nur ein paar Stufen hoch. Ich glaube, im Reiseführer steht 200, aber ich glaube nicht, dass es 200 Stufen sind. Wir haben nicht gezählt. Wie ihr hier hinter uns seht, da unten ist die ist eine Hauptstraße von U-Boot. Wenn man da hochläuft, wie gesagt, muss man sich ein bisschen orientieren, aber dann kann man so zwischen den Häusern durchgehen. Wie ihr eben gesehen habt oder wie ihr sehen werdet im Video, kann man zwischen den Häusern durchgehen auf schmalen Wegen. Da ist überall so ein kleines Bächlein. Wir waren jetzt gerade noch essen in einem kleinen, netten Café, Restaurant. Genau, hat schönen Ausblick auf die Schlucht, auf Reisfelder. Zufällig haben wir einen getroffen, der da oben einige Villas vermietet. So ein Local, ich glaube, der organisiert es zusammen mit seinem Sohn. Vermietet da dementsprechend ein paar Villas. Da haben wir gleich nochmal uns ein, zwei Villas angeguckt. Mal ein bisschen mit ihm über den Preis gesprochen, um zu sehen, was die so verlangen. Weil, wie gesagt, wir sind jetzt mitten in U-Boot. Da ist es auch sehr schön, das Homestay, das Buana Homestay. Aber man muss ganz klar sagen, wenn man da oben sitzt, dann sitzt man wirklich im Grünen. Zu Fuß 5 Minuten von der Hauptstraße entfernt, mit dem Roller wahrscheinlich 10 Minuten oder ja 10 Minuten in die City. Eben von Reisfeldern, wirklich ein schöner Ausblick. Und das hat wirklich was mit Bali zu tun. Und jetzt so mitten im Zentrum von U-Boot hat natürlich nicht ganz so das Flair von Bali. Genau, also das heißt, das nächste Mal, wenn wir nach U-Boot kommen, wir sind ja länger hier, wir werden auch, denke ich, schon wieder nach U-Boot kommen, da wird es dann doch eher darum gehen, dass wir ein bisschen außerhalb was nehmen. Müssen wir einfach gucken, wie es sich preislich entwickelt, ob wir da dann eventuell da oben was bekommen. Also, bis dann, das war unser Ausflug. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao! Ciao!